just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Через 500 футов поверните налево. Sure. Thank you. It's gonna be 24:03, okay? Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Check. Yeah. 24:03. Thank you. I think I have 3 cents. Yeah. Thank you very much. Do you need a cup holder? Do you have a cup holder? No. This is the ice vanilla latte. Ice vanilla latte. Caramel macchiato. Yep. Grande, this is for me. Okay. Another caramel macchiato. Another caramel macchiato. It's for you. Chai latte. Thank you very much, you too. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben unseren Roadtrip nach Key West gestartet. Nicht ganz nach China. Wir sind um 7.30 Uhr losgefahren, wir sind um 6 Uhr aufgestanden, haben alles gerichtet und Ella hat gestern noch fleißig gekocht. Wir haben bis um 5 Uhr aufgestanden. Was hast du gemacht bis um 7 Uhr? Unsere italienische Mama hat gekocht. Gestern Abend hat sie Hühnchen gemacht und heute Morgen hat sie Reis und Nudeln gekocht. Also wir sind gut versorgt, wir haben ein riesiges Picknick dabei. Ornella ist schon seit 5 Uhr wach, das wusste ich nicht. Ich bin um 6.10 Uhr von meinem Mann unsanft geweckt worden, der gesagt hat, es ist 6 nach 10, steh auf. Ich hab nicht so gesagt, ich hab so, nur dass du weißt, wie ich gesagt. Okay, ein bisschen netter hat er es gesagt. Nur, dass du es weißt. Es ist 6.10 Uhr. Get your ass up. Auf jeden Fall sind wir dann um 7.30 Uhr los. Liane hat geschlafen. Ich habe sie an die Brust in die Trage genommen und sie hat gleich weiter gepennt. Jetzt ist sie aufgewacht vor 10 Minuten. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 8.41 Uhr. Wir brauchen noch 2 Stunden und 12 Minuten nach Key West. Das Wetter ist durchwachsen. Wir waren, wie ihr gesehen habt, im Starbucks Drive-Thru. Was? Cooleres gibt's nicht. Es ist so leckerer Kaffee und man kann einfach mal durchfahren. Jetzt soll es gleich wunderschön werden. Ach, vom Wetter wollte ich gerade erzählen. Das Wetter sieht nicht vielversprechend aus. Auf der App hieß es bewölkt und es gibt auch immer wieder zwischendurch Regenschauer. Wir hoffen natürlich, wenn wir in Key West nachher ankommen, dass wir gute Sonne haben, weil da sind ja die Strände so schön. Aber ist auch egal. Wir haben jetzt den Roadtrip gestartet und jetzt freuen wir uns, auch wenn es regnet. Wir schauen jetzt mal, wie so die Fahrt dorthin ist. Die soll ja schon wunderschön sein und vloggen immer wieder zwischendurch. Und dann natürlich auch in Key West. Morgen, guten Morgen, wir winken uns zu. Guten Morgen, guten Morgen, erst ich und dann du. Und die Ornella ist da. Und der André ist da und die Liana ist da und der Papa ist da und die Mama ist da. Guten Morgen, wir winken uns zu. Guten Morgen, erst ich und dann du. Mit den Händen kann man winken, mit der rechten und der linken. Und wenn man sie zusammenpatzt, machen beide glatt, glatt, glatt. Und was ist mit deinen Füßen? Ja, die wollen auch mal grüßen. Fuß grüßt links und Fuß grüßt rechts. Ja, das machst du gar nicht schlecht.
You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Lecker gegessen, ja, habt ihr alles gesehen. Und jetzt fahren wir in die Altstadt. Es fängt nämlich jetzt gerade an zu regnen und ein bisschen zu stürmen. Und ich habe den Tipp bekommen, dass in der Altstadt es wunderschön sein soll. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Überall in dieser Stadt, in Key West, laufen Hähne rum. Also nicht irgendwelche Hühner, sondern Hähne. Ich finde das richtig cool, aber ich weiß nicht warum. Wieder ein Huhn. Was macht ihr denn hier alle in Key West? Wollt ihr uns das mal erzählen? Hey. Hallo. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Смотри, 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 как много их. Видите, какие цыпы. Samuliana, das sind Babys. Hallo, ihr kleinen Babys, hallo. Ah, ja, Babys. Also es ist so ein schönes Städtchen Key West. Überall so wunderschöne kleine Villen und kleine Häuser. Wir suchen jetzt die Altstadt und möchten rausfinden, warum wir überall Hähne sind. Liana ist natürlich ganz begeistert, dass überall Hühner sind. Harry's Truman Little White House. Kann man rein bis 4.30 Uhr. Ist fast schon vorbei, gell? Also da hinten gibt es wohl so ein Little White House von dem Harry Truman. Wow, was für ein Baum. Wirklich ein ganz besonderes Städtchen. Ich habe es mir gar nicht so vorgestellt und es ist wirklich wunderschön. Wenn man jetzt Miami gewohnt ist mit den riesen Hochhäusern und viel Verkehr, dann ist es hier jetzt was ganz Süßes, Gemütliches. Es sind überall diese kleinen Häuschen. Ja, es ist eine ganz schöne Atmosphäre. Yay! Uhu! Auch Regen in Amerika ist herzlich willkommen. Yay! Super, mein Schatz! Eine kleine Abkühlung. Wow! Sind das Kuchen?
Man denkt, man ist mitten in einem Städtchen, aber dann steht hier plötzlich ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Ein wunderschöner Platz hier am Hafen von Key West. Ganz süße kleine Geschäfte und das Allerwichtigste, eine Pfütze. Yacht. Ja, aber das ist ein Menschenfisch. Das teuerste Eis in meinem Leben, fast 10 Euro, aber es schmeckt super, super lecker. Das heißt Elefantenohren, Vanilleeiscreme mit Peanut Butter und was war noch drin? Schokoladenstückchen. Schokostückchen, Erdnussbutter und Vanilleeiscreme. Schmeckt sehr gut, aber sehr teuer. United States Postal Service. Also wirklich alles super interessant. Wir fragen jetzt mal wegen den Hähnen und Hühnern, warum die hier überall rumrennen. Und man kann auch überall Figuren, also Hühner und Hähne kaufen, vor allem Hähne. Und das ist wohl hier so das Wahrzeichen oder wie nennt man das? Das Maskottchen von Key West. Warum, das finden wir jetzt gleich raus. Habe ich glaube ich schon dreimal gesagt, aber irgendwie haben wir noch niemanden gefunden, den wir fragen können. So eine Art Marktplatz hier mit ganz vielen Souvenirshops. Holen wir gleich vom Papa eine Münze, das bringt Glück. Eins, zwei. Da rein, okay, super. Toll, mein Schatz. Also, André hat jetzt mit einer lieben Frau geredet wegen den Hühnern. Und es war so, dass die Hühner mit den Kubanern nach Key West gekommen sind. Und in Kuba gibt es diese Hühnerfights, diese Hühnerkämpfe. Und hier sind die aber Gott sei Dank illegal. Und deswegen haben die Kubaner die Hühner hier praktisch dann alle freigelassen, weil die denen nichts mehr gebracht haben. Und deshalb sind jetzt überall in der ganzen Stadt Hühner verteilt. Und das ist so zum Wahrzeichen von Key West geworden. Eigentlich echt eine coole Geschichte, oder? Die Hühner sind frei, es gibt keine Hühnerkämpfe mehr und die dürfen hier überall rumlaufen und frei leben. Jetzt kommen wir wieder an den Strand in Key West. Hier soll es ganz viele Artisten geben, die jetzt performen. Und der Sonnenuntergang soll hier auch spektakulär sein. Ah, hier sind schon die ersten Artisten. Everybody, everybody, everybody. Hey, faster!
You got your coconut fix. I did. They're back there and you see them. Oh, I did. Yeah, sure, you're back. Bring us the gun. See it? Hier habe ich gerade wunderschöne Ohrringe für meine Mama gefunden. Mama, die da bekommst du. Also ihr Lieben, ich kann euch jetzt schon sagen, dass es definitiv die 3 Stunden, beziehungsweise wir haben nochmal 3 Stunden, also 6 Stunden Autofahrt hin und zurück, alles wert war. Es ist eine richtig krasse Stimmung hier. Gleich ist die Sonne unten und alle stehen da und filmen und machen Fotos. Frische Guacamole. Probier mal mit Avocado, Schatz. Probier die, Mami. Oh Gott, das ist gut. Das ist gut. Die Abendstimmung in Key West, jetzt sind überall Lichter. Cookies! Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon der nächste Tag. Wir sind gestern super spät zurückgekommen. Ich glaube um 12:30 nachts. Liana ist im Auto schon eingeschlafen und ich habe sie dann wirklich nur noch hochbringen und umlegen können. Das war echt gut, aber wir waren alle total fertig. Aber Key West ist auf alle Fälle diese Fahrt wert. Und wenn ihr nach Miami kommt, dann würde ich auf jeden Fall 2-3 Tage in Key West einplanen. Es ist wunderschön dort, es ist eine ganz tolle Atmosphäre, es ist ein schönes, süßes Städtchen, auch wenn es viel Tourismus hat, ist es sehr, sehr schön und ja, auf jeden Fall sehenswert. André hat mich aber gestern auf die Idee gebracht, auf jeden Fall noch ein Tipps-Video zu machen, 10 Tipps für Miami und Umkreis, und da werde ich euch dann noch Tipps auch zu Key West geben. Jetzt starte ich aber gleich in einen neuen Daily-Vlog. Liana schreit im Hintergrund, Ma! Liana ist schon voll zur Amerikanerin geworden. Ich schreibe jetzt nur noch Ma, nicht mehr Mama, sondern Ma. Ich komme gleich. Ma, ich starte jetzt in einen neuen Daily Vlog und wir sehen uns deshalb morgen. Heute seht ihr nochmal Miami und morgen fliegen wir nach New York. Ein Inlandsflug, der 3 Stunden geht, und dann gehen wir ins Hotel in New York und dann mache ich dann eine Roomtour für euch, aber das ist dann erst übermorgen. Morgen seht ihr dann erstmal noch unseren letzten Tag, der gerade für uns jetzt startet. Ihr Lieben, bis zum nächsten Vlog. Ciao. I just want you, I just need you, I know what it is you do.